Zwei super starke Muscle Cars sind doch eigentlich was für jeden Autofan. Und warum? Das erfährst du im heutigen Video. Viel Spaß! Hallo und ein herzliches Willkommen hier zu einem neuen Review hier auf meinem Kanal Tobis Lego Show, ganz genau. Heute nehmen wir uns mal Speed Champions vor, das habe ich ja schon etwas länger gesagt und jetzt heute kommt es endlich und zwar mit der 75893 Dodge Charger und Dodge Challenger. Ganz hervorragende Sachen. Zwei Autos, zwei Anleitungen, einmal eine bzw. zwei, wie gesagt, wie Autos jeweils. Dann haben wir hier drei Figuren. Diese eine hier, die ist jetzt nicht so besonders, das Mädel, aber dafür diese hier mit dem Print, mit dem Torso, sehr schön. Und daneben auch nochmal mit dem anderen, mit dem Dämon. Das sieht cool aus, wie ich finde. Haben alle kein Wendegesicht, muss ich euch nicht zeigen. Normalerweise, wie es bei Speed Champions so üblich ist, haben solche Sets ja immer ziemlich viele Sticker. Und das ist heute bei dem Set ausnahmsweise nicht so der Fall. Also wie gesagt, Figuren habe ich euch gezeigt. Dann kommen wir hier zu diesem Zubehör. Eine Startampel, wie es so bei Dragster oder Muscle Car Rennen so üblich ist. Funktion, hier, das hier kann man ja hoch und runter ziehen. Kann das hier hochziehen, dann gehen die Ampeln sozusagen an und aus. Nette Spielerei braucht man aber zwingend nicht. UVP für dieses nette Set sind übrigens 40 Euro. 30 Euro bzw. 20 dürfte man rankommen, 25 so. Es gibt auch nicht so viel zu zeigen bei dem Set. Fangen wir mal hier mit dem, ich glaube das war ein Dodge, das ist glaube ich der Dodge Challenger, genau. Wie bei Speed Champions aufgebaut mit Chassis, sehr stabilen Reifen und Details. Die Sticker habe ich dieses Mal relativ gut drauf gekriegt. Waren auch keine durchsichtigen. Genau, Dodge. Dodge, Dodge, Dodge. So sieht das von innen aus, nicht so detailreich. Aber, wie das einige von euch ja schon mitbekommen haben dürften, gibt es bald ja neue Speed Champion Sets. Und die werden ganz anders sein als die jetzigen. Ich kann euch mal zeigen, wie das mit der Figur darin aussieht. Ja, ziemlich beengt. Das kann man schon ziemlich sagen. Wie gesagt, stickermäßig nicht so viel. Also hier auf die Slopes kommt natürlich was drauf. Hier vorne auch, das ist klar. Und hier hinten halt. Das hier sind übrigens Prints. Keine Aufkleber. Auch hier mit den Auspuffrohren sehr nett gemacht. Ja. Nettes, starkes Auto. Kommt wahrscheinlich auch in die Stadt rein. Dann kommen wir hier zum Dodge Charger, glaube ich. Der ist sehr lang. Kann das werden vergleichen. Also ist schon zwei Noppen länger. Ich finde ihn jetzt auch sowieso jetzt nicht so perfekt gemacht worden. Schwarz, klar, schwarz, gute Farbe. Sticker-technisch hat er wirklich nicht viel. Auch hier ist ein schöner Print. So wie hier vorne auch. Highlight ist sozusagen dieser Motorblock, den man rausnehmen kann. Genau, so. Das ist der Motor. Kann man rausnehmen. Sonst muss ich sagen, die Front, die finde ich sehr gut gemacht. Die ist sehr schön. Und das Heck auch. Das Heck ist auch ganz gut. Allerdings jetzt auch nichts Spektakuläres. Von unten. Ja, darf man jetzt nicht so viel erwarten, ne? Kann auch mal hier den die Fahrerin, das muss man sagen, das ist eine Frau. Die Fahrerin, die kann man auch mal da rein tun. Die sitzt auch nicht gerade bequemer, aber naja, gut. So, und dann kann man sich das ungefähr so vorstellen, dass dann hier diese Startampel ist. Die beiden Autos dann so da stehen. Die Frau, die winkt hier dann und dann fahren die beiden los. Typisches Dragster-Rennen halt. Ja, mein Fazit zu diesem Set sieht ganz wie folgt aus. Speed Champions ist nicht jedermanns Sache. Dieses Set passt auch nicht in deine Stadt wirklich gut hinein. Höchstens jetzt das Fahrzeug hier, aber sonst nicht. Figurentechnisch muss ich sagen, für Speed Champions schöne Figuren, ganz klar. Solche Sets gibt es ja jetzt schon länger und deswegen, ja, für Speed Champions geht das eigentlich. Für 30 Euro ist das auch ganz gut. Ihr könnt jetzt hier oben abstimmen, wie euch dieses Review wahrscheinlich gefallen hat und was als nächstes für ein Review kommen soll. Ich habe Creator Expert im Angebot, Hidden Side, City,
Ich habe einiges im Angebot, ganz einfach. Kreuzt einfach an und dann gucken wir mal, was dabei kommt. Ich hoffe, euch hat dieses Review gefallen. Habt doch einen fantastischen Tag, einen großartigen Tag. Bis dann und ciao.